Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben, haben Pac-Man freigeschaltet und apropos Pac-Man, wollten Pac-Man ja als Kämpfer jetzt nehmen. Und dann rüste ich mir den auch gleich mal aus. Pac-Man, ich bin zwar nicht so gut mit ihm, aber er soll ja nicht schlecht sein, ne? Wir versuchen es mal, unser Glück mit ihm. So. Auch noch die Frage des Tages ist mal, ich spiele ja hier mit dem Pro-Controller. Da habe ich mal die Frage, womit spielt ihr eigentlich Smash am liebsten? Weil da gehen die Meinungen ja weit auseinander teilweise. Na gut, die meisten bevorzugen den GameCube-Controller. Ich bin jetzt unbedingt kein Fan davon. Von dem GameCube-Controller. Nicht, dass ich die GameCube-Controller nicht mag. Ich weiß, irgendwie gefällt er mir nicht so, wie er mir gefallen sollte. Denn... Okay. Okay, Melinda. Ich muss erstmal hier abchecken, wie Pac-Man kämpft. Muss ich nur Melinda raushauen? Alter. Was ist denn hier los, Alter? Aber ich habe irgendwie gewonnen. Guter erster Kampf. NPD. Okay. Den kenne ich nicht, die Roboter. Aber Roll kenne ich. Die zwar auch von Mega Man. Gut. Dann gehen wir hier mal rein, wenn wir dürfen. Der typische Andy also. Dr. Mario, bei hohen Gegnerschaden Heilung für Gegner. Massenweise Gegner am laufenden Band. Besiege sie alle. Oh nein. Starker Smash. Oh. Andy ist von Advance Wars, wenn ich mich nicht irre. Das war nicht so gut. Das war ein Fake-Dings. Ich muss nur Mario, nur die... Ich muss alle besiegen, ne? Komm immer nach. Was ist hier eigentlich los gerade? Wie denn? Ich weiß nicht. Ich weiß doch selber nicht, was hier Phase ist, Mann. Oh, das erste Fire Emblem war 1990? Krass. Weil das einzige was Fire Emblem, was ich gespielt habe, war Tokyo Mirage Session. Das war ja auch so eine Art Fire Emblem. Und... ich muss hier kurz konzentrieren. Und das auf Game Boy... Advance. Na super, war doch nur eine Scheißbombe. Aua. So, das war's mit Dr. Mario. Alter, habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ich möchte jetzt nicht mal irgendeinen unnötigen Tod sterben. Das wollte ich sagen. Komm.
Alter! Nein! War das ein unnötiger Tod? Ich würde sagen, ja. Das war ein unnötiger Tod. Boah, ist das nervtötend. Und Dr. Mario scheißt mir eine Pillen zu, Alter. Lass mich einfach in Frieden. Ich möchte deine Drogen nicht nehmen. Yo. Ach, das soll, ist ein Snake. Ich habe gerade nicht erkannt, wer das sein soll. Ich checke gerade gar nichts. Okay, das war nicht sehr schlau, die Bombe zu schlagen. Alter. Das kannst du doch keinem zeigen hier. Das kannst du doch niemandem zeigen. Das ist Bombenstimmung mit Pac-Man, Alter. Ist das hier. Mario. Ich sollte weggehen. Was explodiert hier denn alles? Erzähl doch! Oh, ich hab's irgendwie überlebt. Ich check doch hier gar nichts, was passiert. Gegner Dauerheilung. Yo, ist klar, Alter. Das schmeißt selber mit Pilz zu. Okay. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ob ich es jetzt schaffe. Jetzt mach ich ernst. Aber so macht man nicht ernst. Mann, ich muss doch nur einfach nur die Dudes hier besiegen. Es ist nicht so schwer. Was explodiert hier denn immer ständig? Alter! Hey, ich musste... Komm, du bist der Letzte. Jetzt geh weg. Schön. Andy. Das ist mir echt hier... Ne? Das war nicht nett. Vor verschlossen, ob sie das Tor irgendwie öffnen lässt. Ah, wir brauchen einen Typ, einen Geist. Ricky. Little Mac. Der Gegner springt sehr häufig. Erhöhte Sprungkraft für Gegner. Er springt sehr häufig. Sprung runter. Und Sprung hoch. Was? Der Gegner springt sehr häufig. Erhöhte Sprungkraft für Gegner. Ja, das soll er springen. Mir egal. Wobei Little Mac eigentlich nicht so gut ist, ne, zum Springen. Hallo? Ist okay. Kannst du mal aufhören? Kannst einfach verrecken gehen? Das wäre ziemlich nett von dir. Einfach nur sterben. Genau so. Gut gemacht. Gut gemacht, Pac-Man. Bitte doch zu was nutze. Du wirst zwar niemals mein Main werden, aber... Jetzt, okay, jetzt enthüllt es. Da ist der Grüne. Okay. Dann gehen wir mal hoch.
und kämpft gegen Ellie den Elefanten. Der Gegner setzt auf seinen Spezialstandard ein. Oh. Das heißt, er macht Wasser die ganze Zeit, oder wie? Elektroangriffe hoch. Habe ich einen Elektrokämpfer? Ich glaube nicht. Kämpft jemand mit Elektro? Wir hätten Samus, wir bräuchten Samus. Die hat so eine Elektropeitsche mit Smash, den Smash-Oben-Angriff da. Oh nein. Ja, eine Schreckliches. Oh ja. Ja, eine sehr Schreckliches. Aber noch sonst ist... Alter. Das macht zwar nicht... Das macht aber Gott sei Dank keinen Schaden. Zum Glück. Kein Schaden macht das. Alter. Oh nein. Alter. Aber es nervt. Es nervt wirklich. Komm. Alter, du willst... Ich hab's kapiert. Du willst auf die Tour. Du wolltest es auf die Tour. Du wolltest mich ins Wasser schubsen. Nicht mit mir, Bruder. Nicht mit mir. Wir wollen zum nächsten Schalterpalast. Der war hier hoch, ne? Gerd. Diddy Kong, ne? Also Item Magnet will ich auf jeden Fall haben. 3000. Der Gegner jagt ein Items. Ja, soll er es versuchen. Der dumme Affe. Ich habe ein Item-Magnet. Alter, darf ich mal bitte... Gott, wie eklig ist der denn? Doch, es sind doch keine Waffen da. Also keine Items. Tja. Da muss erstmal wieder rauskommen, wa? Ist ja in Zeitlupe sein Tod gesprungen. Also geworfen worden. Er hat die Tod langsam. Ja, man kann aber auch sagen, stirb langsam. Er hat. Nee, es war nicht hier hoch. Da ist es doch. Da ist der nächste. Muddy Mole, Donkey Kong, ein pures Smash-Duell, gibt am besten so Gewinne. Einfach versuchen. Oh, im Hintergrund läuft Kirby-Musik. Das ist cool. Ein pures Smash-Duell, einfach nur ein Duell. Ja, ist ausgewogen, wa? Ja, ja. Endlich mal ein normaler Kampf, Alter. Einfach ganz normaler Easy-Kampf. Au. Au, ai, 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 ai. Oh, 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 oh. Hast du so gedacht, ne? Hat es dir so gedacht, Donkey Kong? Nicht mit mir. So. Bisaflor also. Giftalarm. Der Gegner verursacht fortlaufenden Schaden. Riesenverwandlung für den Gegner. Wir haben noch sicherlich irgendwas gegen Gift. Ja, Yuri haben wir gegen Gift. Ein Riesen-Bisa-Knosp. Lass doch dein Bisaflor darstellen. Es war doch nicht so schwer, einfach nur Bisa-Knosp in eine Blume auf den Rücken zu geben. Eine offene. Ich meine, gut, wir kriegen trotzdem Giftschaden, ne? Wenn wir da unten landen. So ist das nicht.
Ich weiß, ihr hört die ganze Knöpfe drücken. Aber ich habe den Pro-Controller. Mit dem GameCube-Controller wäre es halt noch viel schlimmer. Das war's mit dir. Habe ich dir an deine Knolle einen weggerubbelt. Das hört sich an. Aber so meine ich das nicht. So. Und das war auch der dritte. Glaube ich. Ja, dann haben wir alle Wege jetzt, haben wir uns offengelegt, ne? Wie kommen wir denn am besten jetzt dahin? Das ist ja ganz, muss ja einmal ganz außen rum, wa? Oh, nee, da gehen wir, glaube ich, da gehen wir lieber direkt hin. Kommen noch ein paar Kämpfe dazu, macht aber auch nichts. So, gegen Lucina mit Morak aus der Xenoblade Chronicles Reihe. Ist aus Xenoblade Chronicles 2. Wir sehen die Hauptgegner zu gewinnen. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Es brennt. Kriegen wir schon hin. Läuft schöne Xenoblade-Musik, ne? Habe ich übrigens Xenoblade 2, habe ich Let's Play, könnt ihr gerne reingucken. Hat mir echt Spaß gebracht. Alter. Ist gut jetzt, Mädels. Ihr könnt beide von mir haben. Aber einen nach dem anderen, bitte. Einen nach dem anderen. Eine Zeit. Ich kann nicht beide gleichzeitig machen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. So, guck mal. Oh, Lucina hat es nicht geschafft. Und die andere gibt einfach auf. Feuerangriffe hoch. Gut. Metanite-Wirbelangriff. Das ist ein Kämpfer, ja. Kann man überhaupt... Ich frage mich jetzt, kann man überhaupt alle Kämpfer hier so freischalten? Ups, wollte ich nicht. Alle Kämpfer? Oh, Rayman? Um 9000? Gegner physische Angriffe sind stärker. Ausdauer-Smash, kritisiert KP auf 0. Elfertruf für mehreren das Leben schwer. Oh, wow, wow, wow. Ich komme nicht auf 9000, ne? Wir versuchen es mal. Ich meine, wir müssen hier durch. Ich will hier durch. Rayman und Sonic. Alter, was ist das für ein Helfertrophäe hier? Soll das Rayman darstellen? So. Ich kann ihn nicht besiegen, oder? Alter. Ich würde gern... Alter! Sonic! Junge! Ah, doch, kann man nicht. Man kann ihn besiegen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Sonic... Ah! Ja, Alter, was geht mit dem? Dieser Schild. Na, komm. Und natürlich hat er Feuerangriff. Und das macht uns mehr Schaden. Natürlich. Oh, Mann. Ja, natürlich. Ist klar. Okay. Ist klar. Und ich darf nicht. Er ist gleich besiegt. Und er ist down. Weggesonickt. Habe ich ihn. Apropos Sonic. Auf Twitter habe ich gesehen, es kommt ein Kinoplakat. Sonic soll als Realfilm oder so in den Kinos kommen. Wo kommen wir denn hier raus? Okay, hier.
Gut, dass wir die Brüder haben, die bauen uns die Rippe heil. Es soll nichts als Realfilm-Kinos kommen. Ich bin da kein Fan von. Muss ich ehrlich sagen. Wir kriegen den Sheriff, Helferschreck, erhöht Angriffskraft gegen Helfertrophäen. Legende. So, Ross. Fox mit 1700 nur. Sehr easy. Easy. Ja, Sonic soll in die Kinos kommen mit Realfilm und irgendwie. Gut, bei Pokémon ist das ja auch. Geht das ja völlig in Ordnung. Es sah zumindest. Es sieht nicht schrecklich aus. Bisschen ungewohnt, ja. Aber. Geht klar, aber Sonic, das Filmplakat, man hat nicht richtig erkannt, was da drauf sein soll. Aber Sonic soll laut Gerüchten oder laut offiziellen soll er zwei Augen haben anstatt ein großes Auge. Und ihr wisst schon, Sonic, das sind so aufgeteilt. Guck mal, ihr seht hier, dass ich jetzt nur ein Fox gebe und gehe jemand anders auf den Sack. So. Das sieht halt, glaube ich, sehr merkwürdig aus, wie so ein echter Igel mit zwei Pupillen. Weil normalerweise sind ja diese beiden Pupillen in einem so einen weißen drinnen bei Sonic. Und jetzt ist das jedes einzeln und das kann ich mir echt nicht gut vorstellen. Es kann nicht gut werden. Also es kann schon gut werden. Aber das Plakat sieht aus, als wenn ein Typ in Kostüm ist, im Strampelanzug und so ein Sonic Bubblehead aufhat, wisst ihr? Ja, dementsprechend, ich weiß es nicht. Min Min, 3 Sterne und hier ist auch 3 Sterne. Können wir hier schon durch? Ist es noch weit? Ne, wir sind bald da. Ich will aber hier Min Min machen. Corin. Okay. Kommen wir nur auf 8000, aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Ja, ja. Weg mit dir. Komm hoch. Denkst du etwa, ich mach... Denkst du etwa, Scherze? Ich mach keine Scherze mit dir. Siehst du? Nächstes Mal Schuhe anziehen, da wär's nicht ausgerutscht. Was soll das eigentlich hier werden? Was soll das hier werden? Aua. Na, haha. Gut, weg mit dir. Min Min. Komm, Min Min hat Schuhe an. Wieso hat Corin keine Schuhe angezogen? Kämpfe dicken, fetten Rüstung, aber zieht keine Schuhe an. Das kriegt ja auch nur die hin. So, welchen Kämpfer haben wir hier? Och nein, Lukas. Schon wieder einer, mit dem ich nicht kann. Also mit dem ich überhaupt mit nicht kann. Das ist das Problem. Aber mit Lukas, ich kann mit den Earthbound feiern. Feiern wir schon, aber mit Earthbound-Charakteren mit den beiden Lukas und Ness überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Weil irgendwie bin ich zu doof, um mit denen zu spielen. Ein schöner Rettungsmove zeigt schon, wie scheiße die eigentlich sind. Was ist denn los? Junge, geh mir doch. Der geht mir voll auf den Sack, ne? Weg mit dir. Nein! Gott! Ja, so, Alter. Ja. Ah, Mist. Jetzt komm her. Du bist so ein nerviger kleiner Bastard, Alter. Habe ich nicht gesagt, aber es ist halt echt so. Gott, ist denn nervtötend. Hätte dich Wario und Brawl nur getötet.
Alter Gott, ist der nervig. Kommt er da doch nochmal hoch, Alter. Jetzt aber. Lukas, yay. Werde ich niemals nehmen. Juhu. So, Ash, oh, 4 Sterne. Die Steuerung wird plötzlich seitlich gespiegelt. Helfe, Trophäen machen das Leben schwer. Habe ich irgendwas gegen seitliche Spiegelung? Ja, Spiegelungsschutz. Mal gucken. Ah, die Musik ist cool. Es ist doch... Wieso bin ich unsichtbar? Alter, ja, okay. Warum kämpfe ich hier eigentlich gegen so einen Ridley-Vogel? Wie habe ich so viel Schaden kassiert? Ich weiß, wir sind gespiegelt und so weiter, aber was ist das hier für ein komischer Kampf? Der Kampf ist ja richtig merkwürdig. Hoch. Natürlich wird er ab, ne? Was? Wer denn? Alles ab. Ich bin auch stehen geblieben. Warum ist die Metall? Ja, danke, danke. Ich bin auch schon langsam. Ich bin auch schon... Nein! Wieso denn? Nein, 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 oh, nein, 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 nein. Och nein, der Kampf war so zu lang gedauert. Und dann kriege ich den nicht mal hin. Ein letzter Versuch. Ein Versuch noch. Wir müssen halt Ridley so schnell wie möglich gleich am Anfang raushauen. Der darf halt nicht hier bleiben. Komm weg mit dir. Komm hoch. Gut, Ridley ist down. Ah, was macht das so viel Schaden? Komm. Yo, ist klar. Komm.
Stirb! Hat den perfekten Schutzschild, Alter. Na! Ha! Mm. Weggemacht! Ultraschneller, Legende, schon wieder 4 Sterne, erhöht Ultra-Smash-Ladetempo. Schöner Kampf, schöner Kampf, ja. Bin ich zufrieden, wir haben diesen Part echt, haben wir 2 Legendäre bekommen? Gengar, okay, wir gehen hier gleich auf jeden Fall hoch, also im nächsten Part. Ich melde mal kurz einen Wissensbaum rein. Wir haben 61 Punkte. Komm, machen wir hier nochmal hier. Und dann gucken wir noch mal kurz nach den Geistern. Bester Power? Das ist alles nur 3 Sterne. Bestes Level? Typ? Name? Weil wir ein Level angezeigt, ich möchte gerne nach 4 Sterne ordnen. Bester Rang, genau. Also nee, hier sind nur 3 Sterne. Aber wir haben als Sub Geister, diese 4 Sterne. Haben wir neue Evolvierbaren? Nö. Hm. Starker Smash, den leveln wir noch ein bisschen. So. Und die sind noch beim Training. Ah, cool, dass es angezeigt wird. Können wir noch einen rufen? Nö. Sieht nicht so aus. Ja. Wen haben wir hier noch? Ach, Ashnard. Und unten bewacht noch nicht jemand eine Schatztruhe in Kofi. Keine Ahnung was. Wir gehen aber trotzdem weiter. Wir haben ja das letzte Portal durch das letzte Dings geschnitten. Geschnitten, sage ich schon. Das letzte Dingens gemacht. Und dementsprechend wollen wir ja das Tor da öffnen. Ich sehe gerade, unten ist ja auch noch eins in der Mitte. Aber da geht's wohl wahrscheinlich als nächstes dann hin, ne? Frage ist ja, ob wir hier oben durchkommen werden. Im nächsten Part, ne? Wir siegen hier im nächsten Part den Donkey Kong, der von Gengar besessen ist. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.